So, hallo zusammen. Ein kurzes Video, bevor die New York Session startet. Ich habe ja immer so meine, nach meinen Einstiegen schaue ich immer so zwischen 14 und 17 Uhr, 16 Uhr, da ergeben sich meistens die besten Szenarien. Moment. Also hier so 14 Uhr. Meistens kommt das meiste Volumen so um 16 Uhr rein, aber man kann halt sich schon Einstieg auch teilweise vorher suchen. Also so in dem kleinen Zeitfenster ist immer ganz gut, um zu handeln. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie jetzt momentan der Markt reagiert hat. Also, wir sehen ja, dass wir jetzt wieder ein neues Hoch gemacht haben. Okay. Und habe ich ja jetzt schon ganz oft angesprochen, was passiert, wenn wir ein neues Hoch gemacht haben? Was passiert dann? Eine größere Korrektur. Okay. Neues Hoch, größere Korrektur, neues Hoch, größere Korrektur. Das ist so die Regel. So, jetzt verstehe ich nicht, warum Leute sich Einstiege suchen bei Einstiege, wenn ich doch weiß, ich bin hier drüber gebrochen, ich habe ein neues High gemacht. Dann weiß ich doch, es kommt eine neue Korrektur rein. Warum suche ich mir dann da oben einen Buy-Einstieg? Da oben irgendwo oder hier. Das macht absolut keinen Sinn. Es passiert manchmal, dass er natürlich weiter oben, wie jetzt hier, nicht so eine starke Korrektur. Wir haben hochgebrochen hier, sind hochgekommen, hat jetzt nicht wirklich stark korrigiert. Okay, aber in der Regel macht er das halt doch. Und dann nehme ich doch einfach mein FIB, wenn ich weiß, meine Swing-Strukturen weiß, wenn ich das lesen kann. Wenn ich es natürlich nicht lesen kann, ist es schlecht, aber in dem Fall wissen wir, dass die Swing-Struktur von hier nach da geht, dann nehme ich einfach mein FIB-Tool, wenn ich das nicht mit dem bloßen Auge sehe, ziehe mir das von links nach rechts oben und dann sehe ich ja, okay, jetzt komme ich mal in guten Discount-Bereich rein. Du kaufst ja auch nicht dein Paar Sneakers, wenn er am Hochpunkt ist für 1000 Euro. Wenn du weißt, im Winter braucht man nicht so viel Schuhe, dann warte ich halt, dass ich ihn für 800 Euro bekomme und kaufe ihn dann. So, genau. Also wir haben jetzt ein Hoch gebrochen, Korrektur kommt rein und dann kann ich doch in den kleineren Timeframe schauen, wo sind jetzt meine Demandbereiche? Wo macht Sinn, dass ich mal nach dem Long-Einstieg schaue? Okay, was wir aber auch wissen müssen ist, kommt jetzt der Preis aus einem mitigierten Bereich oder aus einem unmitigierten Bereich? Weil was passiert, wenn jetzt, wir haben hier einen unmitigierten Supply-Bereich und hier einen Demand-Bereich, okay? So, der Preis. Ups. Kommt von unten in den Demand-Bereich rein, der respektiert's. Wir machen eine Chalk, okay? So. Machen nochmal. So. Dann kommt der Preis hierher. Was haben wir hier? Liquidität, okay. Wir haben noch nicht mitigiert und kommt da rein. Was können wir uns im Prinzip setzen? Wir könnten hier ein Risk Entry setzen und sagen, okay, ich gehe jetzt long bis in den nächsten größeren Supply-Bereich, okay? Weil der Preis aus einem unmitigierten Supply-Bereich kommt, hat Demand immer noch die Oberhand. Folgendes Szenario. Was passiert aber, wenn der Preis hier reinkommt und dann hier reinkommt? Dann kann ich keine Buy-Limits setzen, weil wir haben hier eine 15-Minute-Chalk zum Beispiel. Wir haben hier nochmal runtergebrochen und dann hat doch offensichtlich Supply die Oberhand. Dann kann ich doch nicht sagen, okay, jetzt setze ich mir einfach eine Buy-Order rein. Da muss ich wirklich nochmal auf eine stärkere Bestätigung warten, zum Beispiel zweimal Chalk, dass ich dann sagen kann, okay, jetzt suche ich mir hier in dem Demand-Bereich beziehungsweise setze da meine Buy-Order. Okay, aber nicht einfach dann sagen, gut, ich gehe jetzt hier blind rein und hau mir eine Buy rein. Das ist zu riskant. Okay, das müssen wir auch wissen. So, woher kommt jetzt der Preis?
aus einem unmitigierten Supply-Bereich, okay? Weil wir haben hier, mein Gott, jetzt, wir haben hier unseren Supply-Bereich, da sind wir noch nicht reingekommen. Wir haben jetzt das hochgebrochen, sind hier reingekommen und dann können wir jetzt sagen, okay, jetzt warten wir mal ab, dass wir trotzdem natürlich, ich mache es immer mit Bestätigung, ich gehe nicht einfach blinden Trade rein, dass wir jetzt schauen, wenn wir hier im guten Discount-Bereich sind, dass ich dann da mit Bestätigung meinen Buy-Einstieg finde. Okay, also dann markierst du dir halt die Bereiche, die jetzt wichtig für dich sind, wo du sagst, okay, das schaut doch, das sind doch ganz gute Bereiche hier. Natürlich, wenn jetzt der Preis hier reinkommt, setzt du nicht einfach dein Buy Entry, weil momentan sehen wir ja, was sehen wir, dass der Preis gechockt ist. Also wir haben gechockt, wir haben Change of Character hier, der Preis ist momentan bearish in der 15 Minute. Okay, dann wollen wir eine Bestätigung haben. So, genau, jetzt muss ich wissen, was mache ich, wenn Szenario A passiert? Was mache ich, wenn Szenario B passiert? Okay. So, was mache ich, wenn ich jetzt sehe, wenn halt New York Open dann ist, die ist jetzt gleich, Supply wird nicht mehr respektiert. Okay. Wir haben jetzt hier schon mal gechockt in der 5 Minute, hatten den Bruch. So, jetzt wissen wir aber auch, dass der Preis ja oft, also wir sagen ja, never trust the first touch, also das war der first touch noch vor New York Open. Da wollen wir erstmal schauen, kommt er nochmal tiefer rein? Kann er uns nochmal einen Schock geben? Und dann können wir sagen, zum Beispiel, ja gut, jetzt mag ich mir hier eine Buy setzen, okay? Dann sind die Kriterien gegeben. Dann hast du gesagt, gut, ich hatte jetzt hier nochmal einen Schock. Ich hatte hier meine Chalk drin und jetzt guten Gewissens kann ich sagen, der geht long. So, sag mal, der hittet dann unseren Stop-Loss. Dann müssen wir ja nicht nervös werden. Dann warten wir erstmal ab und schauen, okay, was passiert. Also, erstes Szenario ist, wir respektieren Supply nicht mehr. Wir setzen uns eine Buy-Limit, wenn er die Chalk macht. So, zweites Szenario, Preis bricht durch. Retest, also mit einem schönen bärischen Close. Dann können wir uns doch unsere Supplies raussuchen und sagen, gut, ich setze jetzt hier meine Sell Orders. Okay? Also vom Prinzip her ist es eigentlich ganz einfach. Man muss halt nur die Geduld haben. Und dann, um Gottes Willen, sag mal jetzt, ihr seid jetzt halt einfach nochmal ausgestoppt worden. Dann hört einfach auf zu traden. Ihr müsst nicht von heute auf morgen 10% oder 20% machen. Dann war heute einfach nicht der Tag. Wir haben unsere Kriterien beachtet. Es lag nicht an unserem Trading-Stil. Es lag einfach daran, dass irgendwie der Preis halt heute nicht das gemacht hat, was wir wollten. Wir haben vielleicht den Markt falsch gelesen. Der Preis wird jetzt einfach heller bearish zum Beispiel. Und wir haben keine 2 Stop-Loss-Hit, 1% Loss zum Beispiel gehabt, dann höre ich auf zu traden. Dann mache ich doch nicht weiter, bis mein Account platt ist. Also das muss natürlich auch beachtet werden. Genau, jetzt mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen geholfen für den Ausblick von jetzt New York Session dann. Wir sehen ja auch, wir haben schon relativ viel, mein Gott, relativ viel Liquidität hier rausgenommen und wir hatten jetzt eine relativ starke Bewegung schon nach oben, aber jetzt müssen wir mal schauen. Gut, wir haben jetzt hier wieder eine starke Bewegung nach unten gehabt. Ich würde jetzt wirklich schauen, abwarten und schauen, was passiert, ob wir nochmal einen Schock kriegen und dann kann man sich ja, mal einen Buy-Einstieg suchen. Genau, okay, bis dann, ciao.